Ja, und hier haben wir noch, nach Checkery, haben wir noch hier einen Stand gesehen. Die haben irgendwelche Lithium-Batterien, aber klingt ein bisschen nach Angeberei. Wir haben die stärkste Batterie. Aber jetzt gehen wir da mal hin und schauen mal, was die da sagen, weil sie sagen, wir haben die stärkste Batterie. Und jetzt fragen wir mal. Grüß Gott, wir haben jetzt gerade diese übertriebene oder vielleicht nicht übertriebene Reklame gesehen. Ihr habt die stärkste Batterie. Die haben doch alle starke Batterien, also ihr könnt nicht stärker sein wie alle anderen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es geht schon um was Unterschiedliches und nicht alle sind gleich stark. Weil mit gleich stark ist gemeint, wie viel kriege ich an Stärke in so ein Batteriegehäuse rein. Das heißt, wenn ich das vorgegebene Maß habe, wie jetzt diese Batterie zum Beispiel oder da unten die Batterie, dann muss man gucken, was kriegt man dort an Leistung rein. So, aha. Wir haben jetzt hier in dieses Standardgehäuse, wo sonst 200 Ampere Bleibatterie drin ist, haben wir 460 Amperestunden Lithiumbatterie drin. So, gigantisch. Das ist natürlich das, worum es geht, dass man hier das Maximum reinbekommt. Das ist der Unterschied und da sind wir zum Beispiel auch mit der Untersitzbatterie mit 480 Amperestunden. Das passt genau unter so ein Fiat Ducato sitzt zum Beispiel unter und da sind 480 Amperestunden. Das ist einmal fünffache von dem, was man normalerweise dort in Bleibatterie reinkriegen würde. Aber wenn das Ding jetzt explodiert, dann hat man eine hohe Beschleunigung in den Himmel. Theoretisch, aber die brennen nicht, weil wir haben hier, steht auch immer drauf, Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie drin. Das heißt, das sind nicht brennbare Zellen, die kann man kurz schließen, die kann man zerstören. Genau, das wissen wir, haben wir schon gehört. Und dann passiert nichts. Sind zwar etwas schwerer, aber dafür sicherer. Genau, sie haben zwei Vorteile oder drei. Sie sind, ja, der Nachteil ist, sie sind etwas schwerer als die Lithium-Ionen, dafür brennen sie aber nicht. Und die Lebensdauer ist deutlich, deutlich höher. Das heißt, wir reden dort von ungefähr dem Dreifachen von der Lebensdauer von einer Lithium-Ionen-Batterie. Ach, sehr interessant. Mhm. Und wie haben Sie jetzt da in so ein kleines Gehäuse so viel Akkus reingebracht? Weil normal mehr Zellen gehen nicht, also da kann niemand hexen, außer Sie hätten keine Rundzellen. Ja, genau, das ist das Thema. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Zelltypen. Wenn man Rundzellen benutzt und baut die aneinander rein, dann ist immer Luft dazwischen. Ja. Das ist formbedingt einfach. Und wir benutzen keine Rundzellen, sondern wir benutzen rechteckige oder auch prismatische Zellen genannt. Das sieht man hier in diesem Beispiel sehr schön. Das heißt, die Zellen sind hier wirklich rechteckige Blöcke, die von vorne bis hinten in einem Stück durchgehen. Und die werden dann wirklich direkt aneinander orientiert verbaut. Und dadurch habe ich keine Hohlräume dazwischen und kann, wenn ich die Batteriezellen auf das Maß des Gehäuses genau anpasse, kriege ich da auch das Maximum heraus. Jetzt fällt mir aber gerade noch was ein, weil ich mich ja insgesamt ein bisschen schlau gemacht habe. Bei Kälte wird es immer schwierig. Man darf bei Minusgraden, minus 5 Grad, darf man die nicht laden. Die müsste man heizen. Richtig. Das heißt, Lithiumzellen oder Lithium-Eisen-Phosphatzellen mögen es nicht, bei Kälte geladen zu werden. Und deswegen ist eine Heizung integriert. Das sieht man jetzt hier in dem Beispiel sehr schön. Hier zwischen zwei Zellen ist eine Heizmatte integriert. Die ist genauso groß wie die Zelle selber. Und diese Heizmatte würde die Zellen erwärmen durch Strahlungswärme innerhalb der Zelle. Wie viele Heizmatten sind drin? Wir haben jetzt hier in dem Fall 8 Zellen. Und bei 8 Zellen sind es dann 4 Heizmatten, weil immer zwischen zwei Zellen eine Heizmatte kommt. Genau, weil sonst würde die vorderen Zellen sind warm und die anderen nicht. Und dann gehen sie trotzdem kaputt. Wir haben nämlich, ich sage den Firmennamen nicht, aber ein Schweizer, der einen bestimmten Hersteller verkauft hat. Ich weiß, wen Sie meinen. Der hat getobt. Also die Schweizer sind eigentlich immer ganz okay. Und der hat dann gesagt, hey, da haben welche Matten drin, rechts und links. Und jetzt hat eine Batterie gehabt, die er verkauft hat. Ja. Hat sie zerlegt und stellt fest, kleiner Entwicklungsfehler, weil es kann ja nicht sein, wenn man was außen eine Heizmatte macht, dann müssen wir vielleicht 5 Stunden warten, wenn sie überhaupt, dass alle warm sind. Also interessant. Ja. Darum habe ich jetzt gefragt, dachte mir, okay, jetzt haben wir sie erwischt. Die haben vielleicht auch nicht so optimal gehabt, aber das ist natürlich toll. Das heißt, also, wenn man das Ding dann laden will, braucht es eine halbe Stunde oder Stunde, bis das Ding... deutlich weniger. Wir laden hier, die Heizung hat eine Leistung von ungefähr 10 Ampere und da wir nur Strahlungswärme in die Zelle reingeben und nicht die Luft aufheizen, ist die Zelle wirklich von innen bis außen sehr schnell warm. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von minus 5 auf plus 5 Grad aufheizen, brauchen wir ungefähr 10 Minuten. Bei minus 10 Grad sind es vielleicht 15 Minuten, die wir brauchen. Länger nicht. Dann ist die Batterie wieder einsatzfähig. Wie löst man denn aus oder woher können wir dem Akku sagen, ich möchte dich gleich laden? Muss man da irgendwas Ladegerät anschließen und dann schaltet er automatisch auf? Genau. Das heißt, die Heizung funktioniert nicht mit Energie aus der Batterie selber, sondern immer über Ladestrom. Das heißt, wenn ich ein Ladegerät ranhänge,
sei es jetzt im Auto, haben wir zum Beispiel auch den Motor starten oder so, wenn irgendwo Ladestrom auf die Batterie kommt, dann registriert die Batterie diesen Ladestrom und weiß, sie ist unter 0 Grad Temperatur und leitet dann automatisch den Strom in die Heizung um. Und wenn die Temperatur den Grenzwert wieder erreicht hat, der eingestellt ist von 5 Grad zum Beispiel, dann hört sie eben mit der Heizung auf und startet wieder den ganz normalen Ladevorgang. Das passiert also automatisch, man muss nichts dabei machen. Und jetzt noch eine Frage, das ist natürlich jetzt ein bisschen indiskret. Wie viele Tonnen wiegt dieses Teil? Ja, das ist jetzt eine 460 Amperestunden Batterie und die hat ein Gewicht von 39,5 Kilo. Okay, das ist dann schon ganz schön happig. Aber wenn jemand sagt, ich will auf Nummer sicher gehen, kauft man lieber zwei solche Akkublöcke, wenn einer kaputt geht. Also es gibt viele, die Blackout befürchten und auch nicht zu Unrecht. Dann ist immer gut, wenn man alles doppelt hat. Ja. Ja, natürlich. Wenn ich etwas doppelt habe, dann kann es nicht so schnell, wenn einer ausfällt, läuft der andere Block noch weiter. Wir haben hier deswegen aber ein Doppel-BMS verbaut. Das ist auch einzigartig auf dem Markt. Das heißt, hier greifen zwei Steuerungselektronikeinheiten auf dieselbe Batterie zu. Das heißt, sollte wirklich mal eine Elektronik ausfallen, ist die zweite noch komplett mit der gesamten Batterie verbunden und läuft ganz normal weiter. Das heißt, ich habe dort gar keine Einschränkungen in Form von Leistung oder Kapazität. Es läuft alles unbeeindruckt davon weiter. Also das ist einfach für die großen Batterien ein Thema, was wir eingebaut haben. Das ist in der unteren genau das Gleiche. Wenn man nur eine Batterie, weil sie so groß ist, nimmt, hat man halt eine doppelte redundante Absicherung und hat dann auch bei einem Ausfall der Elektronik keine Einschränkung, sondern kann sie normal weiter benutzen. So, und jetzt was für Bastler oder Versiertere. Mhm. Wenn wirklich mal eine Zelle kaputt geht, kann man im Prinzip diesen Block aufmachen und eine Zelle messen und sagen, ich schmeiß die eine raus, weil sonst muss man ja alles wegschmeißen. Ja, das Schöne ist, man muss es gar nicht unbedingt messen, weil hier ist eine Bluetooth-Verbindung drin. Das heißt, die App zeigt schon vornherein die alle Zellspannung an. Das heißt, ich kann jede einzelne Zelle per App auslesen, sehe dann genau, wie ist die Zellspannung. Sollte da eine nicht mehr in Ordnung sein, dann sieht man hier, das Gehäuse ist geschraubt. Das heißt, ich kann den Deckel abnehmen und könnte dann sämtliche Bauteile hier drin auch entfernen und austauschen, sollte es nötig sein. Das ist aber in der Garantie sowieso, ich sag mal, kostenlos, wenn sowas passieren sollte. Aber auch nach Ablauf der Garantie muss man die Batterie nicht wegschmeißen, wenn ein Bauteil kaputt geht. Sehr interessant, weil ich als Techniker möchte immer noch schauen, was kann ich noch retten. Aber jetzt haben Sie Bluetooth gesagt. Ja. Das heißt, diese Batterie verbraucht dauernd Strom für Bluetooth. Nein, dieses Bluetooth-Signal ist nicht dauerhaft an, sondern immer nur, wenn die Batterie einen Stromverbraucher anhat, läuft dieses Bluetooth-Signal für maximal eine Stunde weiter. Sollte eine Stunde lang kein Strom geflossen sein, rein oder raus, schaltet sich das Bluetooth-Signal ab, damit man bei längerer Lagerung keine Entladung der Batterie hat. Sehr interessant, weil ich habe ihn gerade bei einem anderen Hersteller gefragt. Ja. Und das Bluetooth läuft dauernd. Ja. Ich sage jetzt keinen Namen, aber das sind bloß so vielleicht 100, 200 mA oder sowas. Aber Strom ist Strom, wenn man die halbes Jahr rumliegen hat, weil man es vergessen hat. Dann sind sie tiefer entladen irgendwann. Ach, das ist ja super interessant, was es alles gibt. Und da gibt es so ein Mini-Display, wenn mal Bluetooth ausfällt. Und Bluetooth geht natürlich auch mit Apple-Handys und so weiter. Ja, natürlich. Geht mit allem. Jetzt filmen wir da nochmal drauf, was hier für eine Anzeige ist. Autofokus spielt nicht mit. Okay, war nichts. Gut, also sehr interessant. Also könnte man sagen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, zwei halb so große Akkublöcke. Ja. Zeigen wir mal, was man, wenn man auf Nummer sicher geht. Das ist jetzt 460. So, genau. Jetzt nehme ich mal zum Beispiel hier eine 300er. Genau. So, die ist natürlich kleiner. Davon kann ich auf mehrere einsetzen oder ich kann auch noch auf kleinere Modelle gehen. Dann habe ich hier jeweils bloß eine elektronische Steuerung drin, nicht doppelt wie in der anderen verbaut. Wenn ich davon allerdings zwei einsetze, dann läuft jede für sich natürlich auch wieder autark. Sprich, fällt eine aus, ist die andere davon ganz unbeeindruckt und läuft dann weiter. Das ist auch eine Möglichkeit. Was ist das für ein Teil hier da? Das ist der Bluetooth-Sender in dem Fall. Den haben wir nach außen gelegt. Sehr gut. Weil wir haben hier draußen eine Kommunikationsschnittstelle dran. Das heißt, wenn die Batterie mal ausgelesen werden muss, technischer Art, können wir hier den Stecker rausziehen, können dann, ohne die Batterie auszubauen, dort ein Kommunikationskabel ranstecken, an den Laptop ran und können die Batterie auslesen, um zu sehen, was ist dort drin nicht in Ordnung, können Software raufspielen, aktualisieren. Das heißt, Sie können mehr auslesen als ich mit Bluetooth? Ja. Ach, super interessant. Mhm. Also dann kann man noch Diagnose machen. Genau, darum geht es. Mal schauen, ob man sich das Programm sorgt, dass man alles weiß über die Batterie. So. Ach, interessant. Also das Ding wiegt dann, würde ich sagen, 20 Kilo? Fast. 25 Kilo hat die 300er. So, das ist für 300 Ampere aber auch extrem leicht. Also wenn eine 300 Ampere Batterie mit 25 Kilo, leichter geht es wirklich nicht, muss man dann ganz ehrlich sagen. Und hier hätten wir jetzt in dem Fall nur vier Zellblöcke drin. Das heißt, das sind dicke, breite
Blöcke. Aha. Und die vier Stück ergeben dann die Spannung von 12,8 Volt. Das heißt, jeder Block hiervon hat 300 Ampere. Und das bei einer Spannung von 3,2 Volt ergibt dann in der Summe 12,8 Volt. Und die Batterie könnte man im Notfall auch aufschrauben. Sehen Sie hier, die hat wiederum, wie alle Batterien bei uns, Schrauben ringsum dran. Das heißt, ich nehme den Deckel ab. Hier oben drauf ist die elektronische Steuerung drauf, sodass man da leicht rankommt, ohne was ausbauen zu müssen. Das heißt, dort habe ich meinen Bluetooth-Sender angeschlossen. Ich habe mein Heizungsmodul drin. Dann ist da ein Aktivbalancer drin, um die Zellen auszugleichen. Und dann kann ich ganz schnell gucken, ist eines von diesen Bauteilen zum Beispiel defekt. Dann kann ich es leicht austauschen, indem ich es einfach abschraube, Kabel abziehe und wieder neu reinsetze. Und wenn ich die ganzen Teile entfernt habe, dann habe ich auch direkten Zugang sozusagen zu den Zellen und könnte auch die Zellen austauschen, was hier auch sehr einfach ist, weil es ja nur vier Zellen sind. Ja. Die sind mit Plus und Minus verbunden. Das heißt, ich löse die Verschraubung und dann kann ich auch schon den Tausch vornehmen. Das geht also sehr schnell. Ich sehe gerade noch eine Batterie, die gleich groß ist, aber nur 280 Ampere. Wo ist da der Unterschied? Ja, da sieht man hier das Wort Marathon. Das ist in dem Fall das Programm. Und zwar haben wir hier mal eine Batterie gebaut, wo wir zeigen, was ist maximal möglich bei den Zyklenlebensdauern. Das heißt, wir haben hier eine Zyklenlebensdauer bei 80% Entladungstiefe von 10.000 Zyklen. So, das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Unsere normalen Standardbatterien liegen bei 6.000 bis 7.000 Zyklen. Das ist schon doppelt so viel, wie eine normale Lithium-Eisen-Phosphat-Zelle hat. Und hier liegen wir bei ungefähr dem dreifachen Wert. Und deswegen haben wir hier mal so ein, das ist nur das eine Modell in dieser Größe. Und deswegen hat es den Modellnamen Marathon bekommen, weil es wirklich ein Langläufer ist. Kann ich denn bestimmen per Bluetooth, dass die Batterie nicht ganz entladen wird? Weil Sie sagen, man soll es nicht ganz entladen, aber da denkt man nicht dran. Aber kann man da eine Grenze einstellen oder geht sowas nicht? Das kann man. Es ist so, wenn wir jetzt hier schreiben 280 Ampere bei der Batterie, dann kann man 280 Ampere entnehmen, ohne dass die Batterie irgendwie tiefenentladen ist. Also das ist das Normale, was man entnehmen kann. Und dann ist immer noch ein bestimmter Wert drin, an dem man nicht drankommt. Wenn man sagt, so tief möchte ich aber nicht entladen, kann man natürlich die Spannungsgrenze für das Entladen verschieben per App. Das heißt, ich kann den höher setzen und dann ist die Batterie sozusagen nicht mehr 280 Ampere, gibt sie dann nicht mehr ab, sondern nur noch einen geringeren Wert. Aber das kann ich einstellen. Ach, das ist auch super interessant, wenn einer super vorsichtig ist. Sagt er, ach verdammt, jetzt kann ich mein Auto nicht mehr anlassen oder sonst was. Und dann sage ich, ich habe natürlich wie beim Tesla, da kann man sowas auch einstellen. Ja. Ach, sehr interessant. Jetzt schauen wir mal weiter, was hier noch gibt. Aber das sind alles die gleichen Batterien dann, nein? Es sind alles ähnliche Batterien, unterschiedliche Kapazitäten. Das heißt, hier haben wir 200 Amperestunden, 160 Ampere. Und was eigentlich interessant ist für viele Fahrzeuge, ist diese Größe mit 150 Ampere. Oh, und zwar deswegen, weil das gleiche Gehäuse in den Original-Bleibatterien verwendet wird. Das heißt, eine 95 Ampere Bleibatterie nutzt das gleiche Gehäuse wie diese. Und dadurch ist der Austausch natürlich 1:1 ohne Umbauten zu machen. Das heißt, ich wechsle die Batterie aus wie bei einem normalen Batteriewechsel. Es passt jede Halterung, jeder Anschluss, alles passt wieder 1:1. Und dadurch ist es der ideale Austausch, weil mit dieser einen Batterie ersetze ich theoretisch drei normale Bleibatterien von der Kapazität her. So, und das ist dann immer ein sehr begehrter Umbau, weil ich habe keinen großen Aufwand. Das ist ja sehr interessant, aber ich habe jetzt gehört, die, so Batterien kann man nicht als Anlasserbatterie nehmen, oder war das eine Fehlinformation? Nein, also diese sind jetzt hier Aufbaubatterien, die könnten auch ein Fahrzeug starten. Ja. Sie sind aber generell nicht als Starterbatterien konzipiert, sondern eigentlich als Aufbaubatterie. Aber wenn es mal Not am Mann ist, kann ich damit auch ein Auto starten, das ist kein Problem. Und es würde die Batterie auch nicht schädigen? Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, die Batterie hat einen Schutz drin. Ist der Strom zu hoch, der rausgenommen wird, würde die Batterie sich selber abschalten im Ausgang. Von daher, man kann sie nicht überlasten, das ist nicht möglich. Dementsprechend, wir haben auch Kunden, die haben damit schon ihre Autos gestartet. Wir haben auch Kunden, die haben die als Starterbatterie verbaut, auch wenn es nicht vorgesehen ist. Das sind Einzelfälle, ja, und das funktioniert auch. Aber wie gesagt, es ist nicht als Starterbatterie geplant. Dann vielen Dank, wir werden ein bisschen weiterschauen, aber was sehr informativ. Also ich habe gemeint, ich weiß vieles, aber ich habe nicht alles gewusst. Vielleicht haben Sie auch das noch nicht gewusst, wenn es um das Thema Heim. Wir reden ja hier gerade über Fahrzeugspeicher. Ja. Und bei Heimspeichern gibt es noch ein bisschen andere Modelle. Und zwar 12 Volt macht zu Hause nicht so viel Sinn als Speicher, weil bei niedriger Spannung sind die Ströme sehr hoch. Da muss man sehr dicke Kabel nehmen. Übergangswiderstände und so weiter. Genau, deswegen benutzen wir für Haushaltssysteme, wenn man zum Beispiel Photovoltaik auf dem Dach hat und dann speichern möchte die Energie, benutzen wir 48 Volt oder jetzt hier in dem Fall 51,2 Volt Systeme.
und haben dann hier verschiedene Speicherblöcke. 5 kW ist ein so ein Speicherblock, die kann man dann noch erhöhen, übereinander stapeln zu 25 kW. Oder im unteren Modell haben wir ein so ein Block 10 kW. Hier sind 5 Blöcke übereinander gestapelt und das ergibt dann 50 kW Speicherleistung. Das ist also schon sehr, sehr viel. Und da kann ich meine Solarenergie reinspeichern. Das Ganze wird mit einem Hybridwechselrichter gemacht. Das ist so ein Teil. Das heißt, meine Solaranlage wird hier direkt angeschlossen an den Hybridwechselrichter. Dann wird die Batterie auch direkt hier angeschlossen und mein Hausnetz wird hier angeschlossen. So, und jetzt hat dieser Hybridwechselrichter alle Schaltfunktionen, die ich brauche zu Hause. Das heißt, er steuert meine Solaranlage und ich kann dann einstellen, dass ich zuerst den Strom selber verbrauchen möchte. Danach, wenn noch Strom übrig ist, speichert er ihn in die Batterie und was dann noch übrig ist, geht ins Netz. So, das ist so der normale Vorgang. Jetzt habe ich aber auch die Möglichkeit zu sagen, was passiert eigentlich, wenn mir mein Netz mal ausfällt? Das heißt, ich habe Stromausfall. Kann ich denn hier auch nochmal alles weiter nutzen? Ja. Das heißt, wir haben hier eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. USV, ja. Genau, USV. Der schaltet also in Bruchteilen von Millisekunden, schaltet der um. Das heißt, bricht das Netz weg, merkt man das gar nicht zu Hause, wenn man das entsprechend hier eingestellt hat, sondern er nutzt dann sofort den Strom aus der Solaranlage und aus dem Speicher und versorgt alles, was ich dort angeschlossen habe, auch weiterhin mit Strom, sodass ich ganz normal mein Leben zu Hause weiterführen kann, auch wenn kein Strom mehr vom Netz verfügbar ist. Aber jetzt muss ich kurz unterbrechen. Ich habe gehört, dass viele Leute, die heute Solaranlagen haben, ja, dass die meinen, wenn Stromausfall ist, das weitergeht. Aber man kann nicht jede normale Solaranlage plötzlich für sich alleine nutzen. Nein, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Wechselrichter habe, der ins Netz einspeist. Dieser Wechselrichter ist nur dafür da, der kann ins Netz einspeisen. Und damit der funktioniert, braucht er auf der Gegenseite Strom. Das heißt, da muss 230 Volt am Wechselrichter anliegen vom Netz. Ist das Netz weg, ist der Wechselrichter sozusagen ohne Arbeit. Dann geht der aus, dann kann der nicht arbeiten. Also so ein Netzwechselrichter würde nicht funktionieren bei Stromausfall. Das heißt, dann bringt meine Solaranlage gar nichts in dem Augenblick. Das ist eigentlich schade, weil gerade deswegen könnte man sie benutzen. Genau, so. Das heißt, man müsste schon einen Hybridwechselrichter nehmen mit einem Speicheranschluss. Und der muss dann auch noch eine USV-Versorgung drin haben, dass er das wirklich unterbrechungsfrei machen kann. Und dann ist das möglich, wenn Netz weggeht, dass ich dann ganz normal alles, was ich angeschlossen habe, weiter betreiben kann. Es gibt Leute, die schließen nur bestimmte Lasten an, wo sie sagen, das ist für mich besonders wichtig, die sollen weiterlaufen. Aber es wäre möglich, hier bei diesem Wechselrichter auch seine gesamte Haushaltslast dort drüber anzuschließen. Und dann würde der gesamte Haushalt komplett unterbrechungsfrei weiterlaufen. Also so, ohne irgendwas. Eigentlich wollte ich was in 3 Minuten filmen, aber es ist leider alles bis zum Ende interessant. Ja. Wir werden das Video komplett hochladen, vielleicht separat, weil ob sich das jemand normaler antut, weiß man nicht. Ja. Aber alles informativ. Dann bedanke ich mich mal herzlich gerne und wünsche weiter gut Erfolg. Dankeschön.